a CSR project. Die Wohnungssuche zum Studienstart ist für jeden jungen Menschen eine Herausforderung. Dabei auf Barrierefreiheit, eine Assistenz oder einfach ein gutes Sanitätshaus angewiesen zu sein, erleichtert jungen Menschen mit Handicap die Suche dabei nicht. An der Universität Mannheim sind derzeit ca. 60 Studierende mit Handicap immatrikuliert. Eine davon ist Helen. Mein Name ist Helen und ich bin jetzt hier im dritten Mastersemester Psychologie mit Schwerpunkt Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft. Also ich wohne jetzt in der Augartenstraße im Studentenwohnheim. Und das ist ein Studentenwohnheim, was keine barrierefreien Zimmer hat. Ja, ich habe mich beim Studentenwerk Mannheim eben um eine Wohnung beworben. Und dann hieß es, es gibt keine barrierefreie Wohnung. Und es gibt auch keine Möglichkeit, dass es in nächster Zukunft eine barrierefreie Wohnung für mich gibt. Ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück, dass ich noch laufen kann, sodass ich den Rollstuhl in der Wohnung selber meistens nicht brauche. Ich kenne jetzt nur diese 8 Zimmer vom Studentenwerk Mannheim, die ja für mich nicht erreichbar waren. Und also weiteres Angebot von der Universität an sich kenne ich nicht. Ansprüche Studierender mit Behinderung werden seit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im vergangenen Jahr im zweiten Teil des Sozialgesetzbuches neu geregelt. An der Universität Mannheim stehen den Studierenden dafür verschiedene Beratungsstellen zur Verfügung. Für grundsätzliche Fragen rund um das Thema Studium mit Handicap und Barrierefreiheit ist Stefanie Knapp für die Studierenden die erste Adresse. Mein Name ist Stefanie Knapp, ich bin Beauftragte für Behinderte und chronisch kranke Studierende an der Universität Mannheim seit 2009 mittlerweile. Ich betreue praktisch Studierende oder Studieninteressierte von Beginn des Studiums bis zum Ende in allen Fragen, die das Thema Studium und Behinderung betreffen. Und die Themen Finanzielles, BAföG und Wohnen, die werden praktisch von der Kollegin vom Studierendenwerk betreut. Es ist meistens so, dass Studierende mit starker körperlicher Beeinträchtigung sich schon weit im Voraus melden, vielleicht so ein halbes Jahr oder teilweise auch schon ein Jahr im Voraus, sich auch die Universität gerne mal persönlich angucken möchten, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, schaffe ich das mit meiner Behinderung, sind die Wege für mich in Ordnung, ist es mir vielleicht zu weit, wenn ich die Gebäude wechseln muss, was ist Mannheim für eine Stadt, komme ich da gut zurecht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sind die Arztangebote vorhanden. Die Studierenden müssen sich nicht bei mir melden, wenn sie eine Behinderung oder chronische Erkrankung haben. Sie müssen es auch nicht angeben bei der Einschreibung oder bei der Bewerbung. Es ist praktisch ein freiwilliges Angebot. Die meisten melden sich schon im Laufe des ersten Semesters. Trotz kompetenter Anlaufstellen, umfangreicher Beratungsangebote und Gesetzesreformen bleiben Studierende mit Handicap häufig selbst gefordert. Also ich schon von Anfang an die Erfahrung, dass man viel um die Ecke denken muss. Einer ist also warten. Ich habe 2019 für ein Studium in der Wirtschaftsinformatik hier an der Universität Mannheim beworben. Es gibt zwar viele Beratungsstellen, aber die gehen eher von Studierenden ohne Handicap aus. Man hat zwar die Behindertenbeauftragte der Universität Frau Knapp als Anlaufstelle, außer im Detail. Beziehungsweise bezogen auf den eigenen Studienalltag muss man sich schon viel selber ausdenken. Es gibt für Studieninteressen, die nichts mit dem Handicap zu tun haben. Und dann haben wir aber nur eine Person für Studierende und Handicap, die alles wissen musste. Das geht nicht.
Das Handicap stellt die Studierenden selbst, aber auch die Verantwortlichen an der Universität vor besondere Herausforderungen. Ein wichtiger Bereich ist dabei das Thema Wohnen. Hans-Peter Koop ist Abteilungsleiter für das Ressort Wohnen des Studierendenwerks Mannheim und als solcher Experte für das derzeitig bestehende Angebot an behindertengerechten Wohnmöglichkeiten. Wir haben zurzeit 9 Einheiten, die behindertengerecht sind. Darüber hinaus haben wir noch eine gewisse Anzahl von Einheiten, die barrierearm sind. Der allgemeine Bedarf an bezahlbarem studentischen Wohnraum steigt stetig. Aus diesem Grund ist ein Neubau mit ca. 200 Wohneinheiten in B6 geplant. Inwiefern werden dabei die Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung berücksichtigt? Wir sind in der Planung momentan noch nicht so weit, dass jedes Detail steht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir barrierearm bauen, voraussichtlich 1 bis 2 Einheiten auch für Leute mit Behinderung. Aber das ist ja eine größere Baumaßnahme. Hier müssen wir ein EU-weites Vergabeverfahren durchführen, was so ein bisschen zeitintensiv ist. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres dieses Vergabeverfahren für den Architekt haben werden und dass wir so Anfang 2019 mit dem Bauen beginnen. Und Mitte 21 höchstwahrscheinlich dann, je nach Bauweise, dann in den Bezug gehen können. Im neuen Studentenwohnheim sind derzeit Einzelapartments geplant. In Ludwigshafen hat man uns gezeigt, dass es auch andere Wohnformen gibt. Die Iglo Ludwigshafen ist ein Beispiel für eine Inklusiv-Wohngemeinschaft. Inklusiv heißt, alle Menschen sind selbstverständlich. Das heißt wiederum, dass hier in der WG Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen und dass wir uns eben nicht darauf konzentrieren, was an uns verschieden ist. Hier im IGLU wohnen zurzeit Studenten, Beschäftigte auf dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt, aber auch Auszubildende. Wie in jeder WG haben wir auch Dienste und Aufgaben im Haushalt. Bei uns arbeiten im Moment 2 Hauptamtliche und ein Azubi und die organisieren unseren WG-Alltag. Pflegerische Tätigkeiten werden von professionellen Fachkräften übernommen. Bewohner ohne Handicap haben in manchen Fällen zusätzliche Aufgaben und bekommen für die Erledigung Geld. Das kann zum Beispiel die Vorbereitung des Frühstücks sein oder dass man nachts für die Mitbewohner, die Hilfe brauchen, da ist. Jeder Bewohner oder jede Bewohnerin entscheidet selbst, wie er oder sie in der WG leben möchte und das heißt, wir leben selbstbestimmend. Die Trägerschaft erfolgt durch den Verein Integration statt Aussonderung, gemeinsam leben, gemeinsam lernen. Das Projekt ist in 2012 entstanden, weil ein Mensch mit hohem Unterstützungsbedarf eine geeignete Wohnform gesucht hat. Gerade die Leute mit Handicaps gibt es einen Haufen. Die sind so 20, 22, wollen nicht mehr daheim wohnen, wollen auswärts wohnen und es gibt so wenig Alternativen. Die wollen nicht im Heim wohnen, die wollen irgendwie mit anderen Leuten zusammen. Ayo, Technology. Ich könnte sicherlich ein ganz normales Leben führen. 5 Tage, Woche, Wochenende und wieder von vorn. Ich könnte vielleicht auch ein bisschen netter sein und so. Nicht so arrogant und alles für die Show bin ich bereit, hab Zeit für die Show. Aber eigentlich ist das alles nur für dich. Auf jeden Fall ab jetzt und morgen fange ich an. Ein bisschen mehr normal, ein bisschen weniger verstrahlt. Aber ich bin kreativ, nochmal, wie zählt es der Tod? Ja, also erstmal war es eigentlich ganz normal nach einer WG gesucht. Dass es eine inklusive WG jetzt ist gar nicht so, ja, da habe ich jetzt nicht besonders nachgesucht oder so. Im ersten Moment hatte ich dann noch gedacht, weiß ich nicht so ganz genau, aber dann war ich beim Vorstellungsgespräch und hat mir einfach so gut gefallen hier, die ganze Atmosphäre und die Gemeinschaft, die hier irgendwie gelebt wird, dass ich danach ein mega gutes Gefühl hatte und deswegen bin ich eigentlich so. WG-Alltag, kochen wir gern zusammen, wir unternehmen gern Dinge und natürlich gehören auch die unschöneren Sachen dazu, wie Putzdienste oder auch WG-Treffen, in denen wir alles Wichtige besprechen und organisieren.
Als Mitbewohner ohne Unterstützungsbedarf habe ich das Ehrenamt, bei dem ich Nachbereitschaften und Präsenzdienste mache. Zum Beispiel können Präsenzdienste sein, dass wir in den Freizeitpark gehen, aber auch, dass wir bei schlechtem Wetter Spieleabend machen oder sowas. Ja, also ich arbeite als hauptamtliche Kraft. Das heißt, ich organisiere das WG-Leben, ich unterstütze die Bewohner beim alltäglichen Leben, beschäftige mich auch mit Büroarbeit, Teilhabepläne, Dienstpläne der Assistenzen. Wir treffen uns so ziemlich am Ende im Monat. Eigentlich soll es 5 Tage vor jedem Monat sein und machen einen Plan. Das gilt jetzt für die Nachtbereitschaften und für die Präsenzen. Und für die Putzdienste haben wir immer so einen geregelten Ablauf, also alle 2 Wochen wechselt eine Gruppe. Ja, also ich denke mal, wie in jeder WG gibt es ja Rechten und Pflichten, die man einhalten soll. Und wenn man da halt seine Pflichten, vor allem jetzt der Putzplan oder so, die halt nicht einhält, dann nervt mich das schon tierisch, weil halt auch andere darunter leiden. Also nicht nur die, die nicht putzen, sondern auch die, die putzen. Die leben ja dann in dem Dreck und ja. Ja, manchmal das Engagement mancher Mitbewohner. Also putzen gefällt nicht jedem, macht nicht jeder gerne und dann vergisst man das auch mal ganz schnell. Welche Abschläge kochen? Badputz auch und Zimmerputz und Lernzuhör und Abstand auch. Melli hat vor allem gelernt, sich auf verschiedene Leute einzustellen, weil sie ja zusätzlich zu ihren 10 Mitbewohnern, 9 Mitbewohnern auch noch ein ganz großes Team Assistenten hat, die sie jeden Tag unterstützen. Das schönste Erlebnis war die erste Maiwanderung, die wir hatten, ja, das war das Schönste, wo dann der Autoschlüssel von der Assistenz in den Gulli gefallen ist, in Neustadt am Hauptbahnhof, ja, und die mussten dann den rausfischen aus dem Gulli und ja, hat aber geklappt. WG-Treffen, zum Frühstück, Ausflug machen, ich mit Domi zusammen mit Fahrradtour gemacht. Und wir müssen auch ab und zu mit Zug fahren und Stadteinkauf. Und wir gehen auch auf den Weihnachtsmarkt, hier in Loh und in Mannheim und Heidelberg. Inklusion bedeutet für mich eben halt keine Auswanderung, halt zusammenleben, gemeinsam erleben und eigentlich auch der Probleme, sage ich mal, der Handicaps, die unter Umständen da sind, bewusst zu sein und gemeinsam Wege zu finden, wie man trotzdem ein schönes und vernünftiges Leben führen kann. Ich glaube, für Melli bedeutet Inklusion vor allem, dass sie ein ganz normales Leben führen kann, soweit es jedenfalls möglich ist. Und dass sie zusammen mit ihren Mitbewohnern hier einen schönen WG-Alltag hat und dabei als Mensch wahrgenommen wird. Also Inklusion bedeutet für mich erstmal ganz allgemein erstmal, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen. Aber natürlich eben darüber hinaus, dass das Zusammenleben selbstverständlich wird und dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Dass eben auch mit den Menschen gesprochen wird und nicht über sie beispielsweise. Oder nicht von Stärken und Schwächen gesprochen wird, weil eben jeder Dinge hat, die er kann oder auch nicht kann. Die Analyse des bestehenden Angebots an der Universität Mannheim hat uns gezeigt, dass Bedarf an alternativen Wohnmodellen im studentischen Umfeld besteht. Derzeit gibt es deutschlandweit nur 4 inklusive Wohngemeinschaften, die sich im Speziellen an Studierende richten. Ein solches Wohnmodell wäre auch im geplanten Studentenwohnheim in B6 möglich. Die Trägerschaft würde dabei das Studierendenwerk Mannheim übernehmen. Für die Organisation Soziales und Öffentlichkeitsarbeit ist ein Netzwerk nötig. Die neu zu gründende Initiative Studentisch inklusiv leben, kurz STIL, das Studierendenwerk, Hochschulverantwortliche und externe Partner arbeiten dabei Hand in Hand. So entsteht ein ganzheitliches Konzept. Praktisch bedeutet dies, dass Studierende mit und ohne Handicap zusammenleben und alle davon profitieren. Akademischer Erfolg, Sozialkompetenz und günstiges Wohnen sind nur einige der Vorteile dieser Wohnform.
Studierende ohne Behinderung arbeiten in der WG ehrenamtlich mit und können kostengünstig wohnen. Studierende mit Behinderung erhalten die Möglichkeit, selbstbestimmt und fern vom ursprünglichen Wohnort zu leben. Dabei haben sie selbstverständlich Mitspracherecht in allen Belangen der WG-Organisation. Unterstützung von außen erhält die WG durch eine sozialpädagogische Fachkraft sowie einen Helfer oder eine Helferin im Freiwilligendienst. Zielsetzung ist dabei die Stärkung der Säule der sozialen Nachhaltigkeit an der Universität Mannheim. Dies erfolgt durch die Sicherung materieller und immaterieller Grundbedürfnisse sämtlicher Studierender, die optimale Nutzung von Sozialressourcen sowie die Schaffung von Chancengleichheit und Partizipation. Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes Ende letzten Jahres durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist dies auch politisch ein aktuelles Thema. Bei der Entwicklung und Implementierung eines solchen Projektes gibt es jedoch auch zahlreiche Herausforderungen. Wir haben gefragt, welche Schwierigkeiten bei der Gründung einer inklusiven WG auf uns zukommen könnten und welche Erfahrungen die Universität in der Vergangenheit gemacht hat. Es war schon mal angedacht, so Wohnen für Arbeit, also Wohnen für, ja, für Arbeit oder für Hilfeleistungen. Das Projekt wurde zweimal gestartet, aber wurde leider, konnte zweimal nicht realisiert werden, weil da die Nachfrage von studentischer Seite nicht so groß war. Also was ich bei uns bemerke, was eigentlich sehr schwierig ist, ist Mitbewohnersuche. Und das kann ich mir vorstellen, dass es bei euch auch schwierig werden könnte, weil man immer Menschen finden muss, die sich halt auch auf das Soziale einlassen, auf das Engagement und nicht nur auf den günstigen Mietpreis, sag ich mal, und die Vorteile, die es einem selber bringt, sondern auch, dass man sich halt einbringt. Und das ist manchmal etwas schwierig, die richtigen Menschen dafür zu finden. Ich glaube, dass Mannheim doch sehr spezifisch auf Wirtschaftswissenschaftler ausgelegt ist, vom Gesamtrahmen her, und dass da die Arbeitsbelastung doch sehr enorm ist und von daher da auch weniger Zeit und Bereitschaft vorhanden ist. In unserem Bereich gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Wir dürfen nur an Studenten vermieten. Von daher ist eine Durchmischung momentan leider nicht möglich. Für die Gründung einer inklusiven Wohngemeinschaft an der Universität Mannheim müssen durch die Verantwortlichen also noch offene Fragen beantwortet werden. Da ist zum einen das Nachfrageproblem. Viele der von uns befragten Studierenden kennen die bereits existierenden alternativen Wohnformen und Inklusionsangebote nicht. Interne Kommunikationsmaßnahmen, die auf aktuell bestehende und geplante Projekte hinweisen, könnten dabei die Nachfrage verstärken. Auch durch eine Öffnung der inklusiven Wohngemeinschaft für Nichtstudierende mit Behinderung könnte die Nachfrage erhöht werden. Dies ist jedoch nur mit einer Satzungsänderung möglich, da aktuell nur an Studierende vermietet werden darf. Sobald sich sowas aber erstmal implementiert und Schule macht, denke ich, dass da ja, ein großes Interesse daran herrschen wird und dadurch dann die Probleme sich auch negieren. Langfristig kann die Umsetzung eines solchen Wohnprojektes durch die Initiative STIL die Attraktivität von Mannheim als Studienstandort für Menschen mit Behinderung fördern. Externe Kommunikationsmaßnahmen könnten diese Wahrnehmung zusätzlich verstärken. Auf diese Weise kann die Universität eine Vorreiterrolle einnehmen und global Aufmerksamkeit auf das so wichtige und aktuelle Thema Inklusion lenken. Helen und Anton erzählten uns beide, dass ihnen eine inklusive WG den Studienalltag an der Universität Mannheim erleichtert hätte. Um nun zu sehen, ob das Interesse bei Studierenden ohne Behinderung ebenfalls besteht, haben wir uns an der Universität umgehört. Ich finde, dass die Idee erstmal eine sehr gute ist. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen, weil es sind halt alles Menschen. Für mich kommt es darauf an, dass das Wohnheim für mich cool ist. Ob da Behinderte und Nichtbehinderte sind, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, das Wohnheim ist gut. Ich finde es eine super Sache. Ich habe selbst im Rahmen von einem sozialen Jahr nach dem Abi ein Jahr lang mit behinderten Menschen zusammengewohnt und auch gearbeitet. Und wir haben auch ganz normale, also alltägliche Sachen gemacht, wie zusammen gekocht und aufgeräumt. Es war echt schön, jemandem da so helfen zu können. Und es war auch für mich eine super Erfahrung. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Erstmal die verdammt viel davon. Es ist vielen Leuten mit Beeinträchtigungen gar nicht möglich, aufgrund der Situation an den Unis oder halt eben auch aufgrund fehlenden Lebensraums. Da denke ich jetzt halt einfach an barrierefreies Wohnen.
die Möglichkeit zu haben, zu studieren. Und von daher wäre das etwas absolut Sinnvolles, weil gerade durch die Begegnung mit Menschen mit Unterstützungsbedarf tut sich auch was in der Gesellschaft und sie kommen mehr in der Gesellschaft an. Für mich gibt es vielleicht schon auch Vorteile, um einfach nochmal so ein bisschen den Horizont zu erweitern, auch so aus der eigenen Blase rauszukommen. Und der Vorteil für die Menschen mit Behinderung ist dann halt, irgendwie ein selbstbestimmteres Leben zu führen, nicht immer nur so abgeschoben zu sein in reine Behindertenwohnheime oder so. Und ja, vielleicht auch dann ja, mitgezogen zu werden zu irgendwelchen anderen Aktionen.